could feel my heart you'd cry. Make the tears fall from your eyes. If you could hold my soul it'd crush. Cause the weight is just too much. If you could see my clouds you'd drown. Slip away without a sound. If you could read my mind you'd see I'm just another sad story. Sag mal, erinnerst du dich noch? Seit wie vielen Jahren ist da immer dieses Loch? 2013 war der Adler noch im Tor. Stand 34 Spiele, Heiko Westermann davor. Da waren Jansen, Aogo und Van der Vaart Rincón. Aslan, Badei, Beister, Rudnefs und Son. Die Saison schlecht begonnen, selten glanzvoll an Siegen. Doch am Ende ohne Sorgen auf Tabellenplatz 7. Irgendwie klingt das wie 100 Jahre her. Jedes Jahr ein neuer Tiefpunkt und es wundert keinen mehr. Denn schon ein Jahr danach mit nur 27 Punkten auf dem Konto war die Krise schon amtlich. Durch zwei Unentschieden, Rettung, Relegation. Genau in diesem Moment begann der tägliche Hohn. Ein Jahr später die Geschichte, die wohl jeder hier kennt. Wann es besser wird, kein Plan, vielleicht tomorrow, my friend. Sag mal, erinnerst du dich noch? Seit wie vielen Jahren ist da immer dieses Loch? 2017 und mit einem Punkt sogar Vorrang 16 an der Elbe werden wirklich Träume wahr. So beginnt dein neues Jahr, eigentlich war immer klar. Irgendwann geht das mal schief und weil jeder das so sah. Der Moment war nun da, einen Mythos zu begraben. Das Urgestein, der Dino, schon zu müde um zu schlafen. Nach 34 Spielen keine Rettung in Sicht. Der Abstieg verdient, die Unabsteigbarkeit zerbricht. Keiner hier wird das vergessen, so tief eingebrannt und mehr. Gänsehaut, tausend Tränen, sind die Zeiten auch oft schwer. Am Ende alle Blicke leer, keine Worte, die helfen. Doch alles anders als befürchtet, Support so wie selten. Schaffen in paar Wochen, dass der Wind sich wieder dreht. An der Mentalität hier kein Zweifel mehr besteht. Jahre später, sag mir, was hat sich verbessert? Traditionen abgeschafft, die DNA weiter verwässert. Wofür steht dieser Verein? Wer setzt sich dafür ein? Jeder Umbruch führt zum nächsten, welcher Weg soll es nun sein? Junge Spieler, die noch brennen, mit der Raute aufzulaufen. Oder lieber nach der Hoffnung auch den Glauben noch verkaufen. Doch irgendwann ganz sicher, glaub mir, schaffen wir das wieder. Wenn alle wie die Fans, aber lassen wir das lieber, hey. Und an die Verantwortlichen beim Hamburger Sportverein. Alles, was wir uns seit Jahren wünschen. Ehrlichkeit, Loyalität und Liebe zur Raute. Die Fans leben das vor. Macht doch einfach mit. An alle Spieler, die den Verein verlassen. Herzlichen Glückwunsch, man sagt, danach wird man besser. Und an alle Fans. Hier kommt Hamburg.